Halle sagt ja sehr gern von sich, oder die Menschen in Halle behaupten sehr gern von sich, dass sie die Kulturhauptstadt Sachsen-Anhalt sind. Weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich so sagen. Also wenn man sich die Theaterlandschaft anguckt oder auch die Kinolandschaft, wie viele Kinos wir hier haben, also auch Independent-Kinos, Programmkinos, wenn man sieht, was da rund um die Uni los ist, glaube ich, dass wir schon eine kulturell reiche Stadt sind. Allerdings wird auch sehr gerne gerade gespart. Das ist, glaube ich, in allen Ostbundesländern so, dass da der Rotstift angesetzt wird und als erstes fällt natürlich Kultur hinten runter. Muss man aber auch sagen, dass wir in Halle eine ziemlich aktive Szene haben, kulturelle Szene, also sowohl studentischer Bereich wie auch nicht studentischer Bereich, eine sehr aktive freie Szene, eine Kunsthochschule, wo viele Menschen sich ansammeln. Insofern habe ich schon das Gefühl, dass es also auch immer kulturell interessant bleiben wird.